Einen wunderschönen guten Morgen zu meinem Sonntagskaffee, der 30. mittlerweile. Deshalb schön, dass du dabei bist und das am Nikolausabend, ne? So heißt dieser Tag, glaube ich, Nikolausabend. Schön, dass du da bist. Ja, in diesem Sonntagskaffee geht es darum, oder in jedem Sonntagskaffee geht es darum, dass wir einen Austausch machen, dass wir Stärkung uns geben. Und vor allen Dingen, es geht darum, dass wir uns stabilisieren, damit wir in unserer Mitte bleiben. Du merkst auch, der Wind wird rauer. Also ich sage das irgendwie jedes Mal und genauso ist es auch. Und die Begrenzungen finden immer mehr im Außen statt. Also wir werden wirklich gefordert und das dient darum, dafür, dass wir in unsere Kraft kommen und zu uns stehen. Nämlich der Sonntagskaffee hat auch den Titel Kraft aus dem Kraftfeld schöpfen. Und ja, wo ist denn dein Kraftfeld? Dein Kraftfeld ist in deinem Herz. Und darum geht jetzt alles und so erschaffen wir die neue Erde. Das, was wir im Außen sehen, das erschaffen wir auch. Und deshalb dürfen wir ja immer mehr in uns aufräumen, damit wir im Außen was anderes sehen. Und wenn das nicht jeder tut, merkst, es gibt schon einen Wandel. Es gibt einen immensen Ruck in der Gesellschaft und es passiert sehr viel. In diesem 30. Sonntagscafé geht es darum, werde ich auf den Green Pass eingehen. Das haben mich einige gebeten hier in der Runde, dass ich da mal drauf eingehe, auf die Impfpflicht. Natürlich, die Energien werden immer heftiger und natürlich wird sowas von Impfpflicht ins Feld reingeschmissen, damit wir schön in der Angst bleiben, weil wehe dem, wir fallen aus der Angst raus, da nähren wir. Und das wäre ja doof, wenn die nicht nähren. Also deshalb muss natürlich schön was gemacht werden, ne? Green Pass, Impfpflicht. Und ich werde auf die allgemeinen Energien jetzt im Dezember eingehen. Also es ist sehr viel, es ist sehr geballt und ich habe einen wunderbaren Fahrplan, deshalb gucke ich immer herunter. Zu Anfang habe ich ein Zitat, das habe ich von einem der vielen Telegram-Kanäle, wobei so viele lese ich gar nicht mehr, aber ich fand dieses Zitat einfach schön und ich konnte es dann leider nicht mehr finden, von wem dieses Zitat war. Aber ich fand es sehr treffend und es hat auch hier in der Runde, weil ich bin heute, wir sind auf der Durchreise nach Düsseldorf und da bin ich hier bei meinen Eltern und das hat gestern Abend ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dieser Spruch, und den möchte ich dir jetzt ja mitteilen. Der Schmerz wird unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Und du merkst schon, man muss wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Und wenn du drüber nachdenkst, kommt es ja in dein Feld und dann kommt es richtig in dein Feld. Sonst rauscht vieles einfach durch und rauscht vieles vorbei. Der Schmerz wird unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Und ich finde das sehr, sehr treffend. Und viele von euch sind in diesem Schmerz gerade. Und der eine spürt den extremer und der andere spürt den weniger extrem, weil er schon ein Stückchen weiter ist, weil er die Lügen enttarnt. Und ich will nicht sagen, dass ich vollkommen draußen bin aus dem Allen. Auch ich sitze da manchmal und mache mir meine Gedanken. Aber wenn ich in mich reinspüre, und da weiß ich, alles ist gut. Und das wirst du ähnlich erleben. Und deshalb dient dieser Sonntagskaffee mal wieder, uns auszurichten.
Ich fand die Kulisse hier sehr treffend. Der Denker hinter mir. Ein bisschen Weihnachten. Ja, der Sonntagskaffee dient natürlich auch immer ein bisschen dafür, dass du drüber nachdenkst, dass es zum Denken anregt und ja, zum drüber nachdenken. So, genau. Wir hatten jetzt oder haben, glaube ich, immer noch in Teilen Europas ein Tief. Und ja, kann man natürlich sagen, es fängt mit dem Winter oder das ist im Winter halt so, ne, dass auch mal ein Sturmtief kommt. Auch hier gab es einige Reparaturen, die der Sturm dann mit sich gezogen hat, habe ich gestern Abend erfahren. Und in Süddeutschland oder in den Alpen, im Alpenraum, gab es auch wieder einen Wettereinbruch. Also deshalb, das ja, wird letztendlich alles initiiert, damit wir möglichst ja, in anderen Ängsten hängen bleiben. Also, dass wir möglichst da nicht rauskommen. Und was wird denn gemacht? Es wird was gemacht, eine Schicht über uns gelegt, sodass wir durch diese Membran, die ja jetzt aufbricht, das Erdmagnetfeld, nicht durchkommen. Und wenn wir doch noch durchkämen, weil das ist es steht unweigerlich bevor, dass wir da durchkommen, beziehungsweise dass sich diese Membran auftut, wird alles getan, dass du eben nicht in deinem Entwarnungsprozess reinkommst. Und dazu dienen natürlich Medikamente. Die Impfung sehe ich weitaus mehr als ein Medikament. Die ist ein Einbruch oder eine Veränderung deiner DNA. Und da geht es um dein Erbgut, das geht um deinen Seelen, um deine Seele und um ja, den göttlichen Funken letztendlich. Der Kontakt, den du hast zu deiner Göttlichkeit, das ist der Anteil von dir, der dich antreibt, der dich hoffentlich antreibt und der dich immer mehr antreiben soll, deinen Seelenweg hier auf die Erde zu bringen. Und das wird mit aller Macht eben unterbunden. Und dazu dient natürlich diese DNA-Veränderung. Ich nenne es mal so, weil das ist es ja letztendlich auch. Alles ist verdreht. Und diese Verdrehung, die dunklen Mächte hier auf der Erde oder auf diesem Planeten zelebriert haben, das deckt sich gerade auf. Und schau immer einfach mal das Gegenstück an, wenn dir was gezeigt wird. Wir haben gelernt, wir kriegen ständig gesagt, was gut für uns ist und was weniger gut für uns ist. Und die Tage habe ich gerade mal wieder an Zahnärzte gedacht und ja, ich habe ja einige in meinem Leben kennengelernt, privat und auch, weil ich da Patientin war. Und die Zahnärzte erzählen dir zum Beispiel immer, dass fluoridhaltige Zahnpasta oder auch dieses Gel, ne, ich möchte ja den Namen nicht nennen, du weißt, dieses Gel in diesen roten Tübchen, das ist wichtig und das muss man sich einmal in der Woche draufschmieren, am besten zweimal. Ne? Und ich glaube auch, sie tun das mit bestem Wissen und Gewissen. Warum? Weil sie es genau so gelernt haben. Ich nehme jetzt nur diesen einen Teil raus. Wir können es adaptieren auf alle Bereiche und das wirklich auf alle. Der Schmerz wird unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Und das ist wirklich. Wir kommen jetzt in ein Fenster rein, was zwischendrin noch mehr rüttelt, sodass wir wirklich Schmerz empfinden. So, und so diesen Zahnärzten, die dir natürlich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, naja, da kannst du die Zahnsubstanz länger erhalten und so weiter. Und es nährt deinen Zahn, es stabilisiert deinen Zahn. Aber was macht denn dieses Fluor? Ist letztendlich schädlich für unsere Zirbeldrüse. Unsere Zirbeldrüse ist unser Anteil in unserem Kopfesmitte, einmal runter hinter dem dritten Auge. Das
Zirbeldrüse, ziemlich kleine Erbse, die da in deinem Kopf sich aber jede Nacht kalibriert mit den universellen Kräften, mit deiner Göttlichkeit. Und das ist jetzt nur ein kleiner Anteil, wo ich dir gesagt habe, dass Fluor oder fluoridhaltige Produkte, dass die deine Zirbeldrüse schädigen. Deine Zirbeldrüse wird noch durch andere Dinge geschädigt und klein gehalten durch Aluminium. Also sieh zu, dass du Aluminium aus deiner Kosmetik verbannst, steig um auf Naturprodukte am besten, dass du wirklich die Inhaltsstoffe erkennst und damit auch was anfangen kannst. Je länger eine Liste ist von diesen ganzen Inhaltsstoffen, kannst du davon ausgehen, je mehr Chemie ist drin. Und je weniger wir es verstehen, glaube ich mittlerweile, je schädlicher ist es für uns. Du brauchst kein Chemiestudium, du brauchst kein Medizinstudium, um dich zu heilen, beziehungsweise deinen Körper gesund zu halten. Und deshalb, der Schmerz wird unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Schau dahin. Uns wird sehr viel erzählt. Also ich denke immer dran, ich habe nie so gerne Nüsse gegessen, obwohl ich fand sie immer ganz lecker, ne? Aber ich habe nicht so gerne Nüsse gegessen, weil da wird ja in der Gesellschaft wird dir erzählt, Nüsse machen dich fett. Ne? Viel Fett drin, viel Öl, viel Fette und das macht Fett, das lass weg. Dabei sind Nüsse so wichtig für unseren Organismus, für unser Gehirn, für die Denkleistung. Wenn du 5 Mandeln isst, ist es ausreichend für eine ganze Mahlzeit, wenn du Hunger hast und gerade nichts anderes zur Hand, isst 5 Mandeln, unbehandelte Mandeln und auch Datteln, genau das Gleiche, wird genauso erzählt. Ha, wie kannst du da so viel Datteln essen? Oh, ich liebe Datteln und sie ersetzen im Grunde genommen auch so ein Süßigkeitshype und du wirst merken, du gehst von diesen Convenience-Produkten, wie die da alle heißen, gehst du komplett weg, wenn du solche Nahrungsmittel zu dir nimmst. Warum? Weil dein Feld stärkt sich und zwar mit diesen Nahrungsmitteln, die dich nähren, die dir Leben geben. Und deshalb dürfen wir wirklich hinter diese ganzen Lügen gucken. Es wird an jeder Ecke gelogen oder an allem, was wir in Berührung kamen in unserem ganzen Leben. Die Cholesterinlüge, die Diesellüge, die CO2-Lüge. Es hört nicht auf. Deshalb, der Schmerz wird unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Ich finde das so treffend. Und was passiert jetzt? Das Feld bricht auf und die Menschen lassen sich immer weniger gefallen. Und du siehst mittlerweile Krankenschwestern, Pflegepersonal und auch Ärzte, die einfach nicht mehr die Klappe halten können, weil die Krankenhäuser, ja, die sind am Überquell, aber nicht von Corona, sondern sie sind am Überquellen, weil die Leute andere Probleme haben, andere eine Knieoperation oder sonst irgendwas und dann erstmal die auf die lange Bank geschoben werden mit diesen Tests und so weiter, bis dann endlich die eigentliche Behandlung kriegen. Und kriegen sie die denn? Und da sind die alle überfordert dort. Ich habe gestern mir was angehört von einer Krankenschwester, die auf einer Intensivstation arbeitet und insbesondere auf so einer Corona-Station. Und sie sagt, da werden Mütter hingebracht, die gerade frisch ein Kind geboren haben, ihr Baby auf die Welt gebracht, ein neues Leben in unsere Gesellschaft geboren haben. Und die werden dann irgendwie während der Geburt auf Corona positiv getestet. Weißt du, wo die landen?
Die landen nicht auf der Geburtenstation, wo sich auch um das Kind gekümmert wird, sondern die landen auf einer Corona-Station, wo es kein ausgebildetes Personal gibt für junge Mütter beziehungsweise für die Kleinkinder. Also das muss man sich überlegen, was da passiert. Das ist so verrückt. Und genau dieses Feld, das nähren wir. Und du nährst es noch genauso, wie ich es nähre. Und da müssen wir hingucken. Wir müssen was verändern. Hier, der Denker. Wir dürfen das Feld verändern. Und wir nähren es mit diesen Informationen auch. Und dennoch ist es wichtig, dass wir hingucken, aber diesen Leuten, die uns helfen in den Kliniken und auch denen, die da liegen, deren Feld können wir nähren. Mit was? Mit unserem Herz, mit unserer Herzenergie. Und deshalb liegt es jetzt an dir, an mir, an uns allen, dass wir diese Energie aufrechthalten, dass wir die Energie hochschwingen lassen. Wenn wir uns immer wieder, wir werden nicht rauskommen aus diesem Feld, weil immer wieder neue Informationen einströmen. Sei es, dass in deinem Bekanntenkreis, in deiner Verwandtschaft irgendjemand mit einer schlimmen Krankheit betroffen ist oder sonst irgendwas. Und deshalb kommen wir aus diesem Feld nicht raus. Wir dürfen aber aus dieser Betroffenheit bewusst aussteigen und somit die verdrehte Welt mit Kraft unserer Innenschau, unseres Herzens öffnen. Und ich glaube, das ist mittlerweile das Einzige, was wir als Aufgabe hier haben. Und natürlich wird es irgendwann auch dich niederrütteln. Selbst wenn du noch so stabil bist und es kommt irgendwas an dich ran, was dich wieder ins Wanken geraten lässt. Und da dürfen wir einfach dieses Feld, da dürfen wir kurz innehalten und dieses Feld bewusst aus unserem Herzen hernähren. Und zwar genau umgekehrt, wie der Wunsch ist. Nämlich, dass wir in Angst und Schrecken geraten. Und Betroffenheit, Mitleid und Sorgen. Sondern dass wir wirklich dieses Feld stärken. Jeder hat seinen Seelenplan. Jeder hat seine Timeline. Und der eine hat sich dafür entschieden, früher zu gehen aus diesem Leben, aus dieser Inkarnation. Und der andere hat als Aufgabe, vielleicht die Transformation mitzumachen. Und diese Transformation, die machen wir nicht aus dieser Betroffenheit raus, sondern aus der Stärke raus. Weil wir in uns reingehen. Und letztendlich ist es relativ einfach. Diejenigen, die erkranken, da ist ein Mangel im Energiesystem. Und du weißt, dass ich auch viel mit den Chakren arbeite. Du kannst deine Chakren immer wieder freiräumen und so weiter. Aber wenn du irgendwie ein Defizit in deinem Organismus hast, gilt es, dieses Thema hinzugucken. Und es gibt eine ganz einfache Formel. Kranke Menschen haben ein krankes Bewusstsein. Sonst wären sie gesund. Wenn du täglich mit dir und deinem Körper arbeitest und im Einklang bist, bist du in einem gesunden Körper. Der kann nicht krank werden. Es gibt keine Viren, die in ein gesundes Umfeld reinkommen, die da irgendwas kaputt machen können oder irgendwas ins Wanken geraten können.
Es geht nur in einem kranken Umfeld, in einem kranken Milieu. Und dein Körper ist dann ein Milieu. Und natürlich denken wir, oh ja, mein Gott, ich mache doch alles, was da aufgezählt wird. Ich nehme schön die fluorhaltige Zahnpasta und da muss man aufpassen mit dem Cholesterin und da darf man nicht so viel Butter essen und Öl und was auch immer. Da muss man mehr Margarine nehmen und so weiter und so weiter. Also ich möchte gar nicht so genau darauf eingehen. Du weißt, was ich meine. Hinterfrag einfach deinen ganzen Plan, hinterfrage deine Gedanken, hinterfrage das, was in deinem Umfeld stattfindet, die Menschen, mit denen du täglich zusammen bist. Und es ist momentan wirklich, wirklich schwer, dieses ganze Riesenkonstrukt nicht mehr zu nähren. Das ist wirklich schwer. Und das gebe ich zu. Und es fällt mir auch schwer. Welches Thema hat man denn dann noch? Ne? Alles konzentriert sich nur noch auf diese Themen, die von den Medien gespeist werden. Und es ist vollkommen egal, ob du diese Medien dir anhörst, anschaust, also TV, Zeitung, Radio und so weiter. Es kommt an dich ran. Warum? Weil das ganze Kollektiv mit dieser Energie angereichert wird. Und wie ziehst du dich da raus? Indem du die Lügen erkennst. Und vielleicht innehältst. Atmest. Und dein Herz dennoch offen lässt. Lass die Energie strömen. Du bist viel mächtiger, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial. Lass dein Potenzial strömen. Und auch mir geht es so, egal wen ich treffe, also das C-Thema ist auf jeden Fall ein Thema. Oder die DNA-Veränderung, die da jetzt geschieht. Und auch ich kann nicht sagen, dass ich nicht betroffen bin, also nicht in zweifacher Verneinung. Ich bin betroffen, wenn ich höre, dass sich jetzt doch noch manche entscheiden, wo ich es nie gedacht hätte, die einbrechen. Warum? Weil das Feld und die Schnüre enger werden. Und auch wenn du geimpft bist, dann ist das so. Aber ich gehe mal später darauf ein, was dieses ganze Ding macht. Du kannst dich jetzt immer noch entscheiden, nicht noch da weiterzumachen. Du kannst dich immer noch entscheiden, aus diesem Feld auszusteigen. Gestern hatten wir totale Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis oder Finsternis zeigen dir immer an, wo du noch nicht so im Reinen bist, wo vielleicht irgendwelche Punkte in deinem Organismus sind, die noch nicht zum hundertprozentigen gesunden Milieu beitragen. Und deshalb gilt es da besonders wachsam zu sein. Und ich habe diese Energien schon 2 Tage zuvor gespürt, und habe wirklich gedacht, das ist doch jetzt verrückt. Wie kann ich denn auf einmal so und so reagieren? Und da merkst du genau, da hat es dich wieder gepackt von irgendeiner Ecke her. Und deshalb verzeihe dir selbst. Geh immer wieder selbst in dich rein. Du siehst, was ist etwas, es kommt auf etwas auf dich zu. Es ist eine Situation, die eskaliert aus irgendeinem Grund, weil du es brauchst, damit du in deine Kraft kommst, dein gesundes Milieu erschaffst. Wir haben so viele Gedanken am Tag. Es schießt ständig was durch unseren Kopf. Viele Gedanken laufen unbewusst ab. Und diese Gedanken, die dürfen wir in unser Bewusstseinsfeld holen. Und die kommen in unser Bewusstseinsfeld genau durch solche Situationen. Dass wir auf einmal mit Menschen aneinander geraten,
wo man gar nicht so genau weiß, wie konnte das jetzt passieren. Und da gilt es hinzuschauen. Was hat mich denn jetzt aus meiner Mitte rausgebracht? Und wenn du dann schon einen Schritt weiter, einen Step weiter, dann kannst du es einfach aushebeln, indem du nicht sofort darauf reagierst. Atme und lass wieder dein Herz sprechen, nicht dein Ego. Wir dürfen alle Masken ablegen. Und das ist wirklich ein never-ending story. Ich glaube, vor 4 Jahren habe ich das erste Mal meinen Kurs gegeben, lass die Masken fallen. Es kommt immer mehr. Jetzt ist ganz viel Angst im Feld und ich weiß auch, dass einige von euch ganz schön gerüttelt werden und ganz schön betroffen werden. Deshalb frage dich immer und immer und immer wieder bei jeder Information, die in dein Feld kommt, ist das die Wahrheit? Ist es die Wahrheit? Impfpflicht kommt, Feier. Ist das wirklich die Wahrheit? Wir haben alles unter Kontrolle, wenn wir uns unter Kontrolle haben, wenn wir unser Herz steuern und sprechen lassen und nicht von außen diese Gefahren in unser Gefällt einlassen, sodass sich alles verengt. Dann kommt die Impfpflicht. Aber was heißt das denn? Was ist denn die Impfpflicht? Meinst du wirklich, dass die dich einfangen und dir die Nadel irgendwo hinrammen? Das nicht. Das wird nicht passieren. Die brauchen deine Unterschrift. Und du kannst immer noch sagen, nein. Du kannst dir vor allen Dingen, wenn sie dann wirklich sagen, naja, aber es ist ja wichtig und so weiter und so fort, sie brauchen deine Zustimmung. Und wenn sie dir nicht hundertprozentig sagen können, was dieses Medikament beinhaltet, was bewirkt, wie lange es getestet ist und so weiter, wenn sie das nicht können, dann kannst du dir überlegen, ob du da die Unterschrift drunter setzt. Auf eine DNA-Veränderung. Deine DNA-Veränderung. Dein göttlicher Anteil. Dein Anteil, mit dem du hier bist. Mit dem du diese Erde bereichern darfst. Deshalb frag dich immer wieder, ist es die Wahrheit? Woher weißt du es? Hast du es selbst gesehen? Und wenn du merkst, okay, der und der hat das und das gesagt, der und der, da und da. Ist es die Wahrheit? Aber die ganze Zeit wurde das Feld einseitig genährt. Nämlich die offiziellen Geschichten, die ins Feld gegeben wurden, die das Feld gespeist haben. Und jetzt siehst du, dass immer mehr Menschen ebenfalls anfangen zu reden, wie eben diese Krankenschwester. Nein, ich kenne sie nicht. Nein, ich habe mich mit ihr selbst nicht unterhalten. Ich habe es auch selbst nicht überprüft. Ich war nicht im Krankenhaus, ich habe es mir nicht angeguckt. Aber ich weiß schon von Anfang an von dieser wahnsinnigen Lüge. Und wenn ich weiß, dass die Welt total verdreht ist, dass unsere Geschichte total falsch ist, insbesondere die deutsche Geschichte, ne, es sind ja auch einige Deutsche oder viele von euch sind ja deutsche Staatsbürger, Bürger. Ja, wenn du weißt, dass das alles eine Lüge ist, wenn du da hinten dran steigst, und ich weiß, viele von euch haben sich ja schon 1 Stunde beschäftigt, Stunden, Wochen, Monate und sogar mittlerweile Jahre, wenn nicht länger. Und dann wissen wir, dass das alles gelogen ist. Warum?
weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum wir solche Märchen über den Erdball erzählt bekommen, über die Planetenkonstruktionen. Für mich ist es einfach nur so, dass wir schön gefügig bleiben, dass wir schön in dem System bleiben und System mehren mit unseren Steuerzahlungen, mit unseren Abgaben, was auch immer. Wir sollen das Feld nähern. Und was sehr zum Nachdenken angeregt hat, ist ein Gespräch, was ich jetzt in Südtirol hatte mit einer guten Freundin, die gesagt hat, ja, weißt du, Jeanette, mit den ganzen Maßnahmen, die da jetzt die ganze Zeit waren und ich monatelang auf, reduzierte Einnahmen hatte sie, ne? Die ist zwar angestellt, aber die waren in Kurzarbeit und hat natürlich dann auch nicht so viel Geld bekommen. Und dann sagt sie, ich denke jetzt ernsthaft drüber nach, mir noch einen Job zu suchen, weil sie ihre Rechnungen, die sind halt aufgelaufen und die kann sie nicht mehr bezahlen. Und da siehst du, was passiert. Wir sind in einem wahnsinnigen Konstrukt gefangen gehalten und natürlich stehen dann irgendwelche bei Fuß, die ihre Rechnungen bezahlt haben wollen. Aber du siehst, es funktioniert nicht. Und diese Frau, die mir das erzählt hat, die geht schon seit einiger Zeit auf dem Zahnfleisch. Und deshalb guck, wo du das Feld, Pseudo-Feld, nährst. Alles dient nur dazu da, dass wir an unseren Kern kommen, dass wir unsere Themen machen, unsere Aufgabe hier auf diesen Planeten bringen. Deshalb, ich habe dir eben schon gesagt, atme durch, lass mal einen Moment vergehen und bewusst mach dein Herz auf. Finsternisse bringen uns immer dazu, die Demaskierung zu erkennen. Und du siehst, wie sie sich alle gerade demaskieren. Also Österreich ist da ein wunderbares Beispiel. Und da gibt es natürlich auch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Ich hoffe, dass ich das alles noch schaffe. Aber ich möchte darauf noch eingehen. Ich möchte dir die Zusammenhänge zumindest mal grob erklären. Und jetzt gehe ich kurz auf diese Energien ein, die jetzt hier im Dezember im Feld sind. Du hast gemerkt, also gestern die Sonnenfinsternis, die schon Anfang Dezember am 1. oder am 2. spätestens sich bemerkbar gemacht hat, das Feld bricht auf, das verändert sich. Die Rücktritte im Außen, also in der Politik, die siehst du, ne, Deutschland wurde jetzt offiziell die Regierung verabschiedet, so. Wie schön. Und die neuen Teletubbies stehen schon bereit. Wie auch immer, nähere dieses Feld genau entgegengesetzt, wie wir es nähren sollen. Weil das ist alles eine Lachnummer. Man kann da nur noch drüber lachen. Es wird alles zusammenbrechen. Und ich bin mir sicher, dass das in der nächsten Zeit passiert. Ob das noch in diesem Jahr passiert, in diesem Jahr wird vieles passieren, weil du siehst es schon, was in Österreich passiert. Diese ganzen Rücktritte, die sind ja nicht irgendwo hergekommen oder weil was auch immer, na, weil die Korruptionen jetzt aufstehen. Die sind korrupt ohne Ende. Die haben Geld genommen von keine Ahnung was, die werden geschmiert ohne Ende. Und genau das werden unsere auch geschmiert ohne Ende. Du siehst es ja an den Handlungen, das sind ja alles Marionetten, die werden ja von irgendwoher gesteuert. Und dieses Feld, diese Steuerung, die ist am Auseinanderbrechen. Warum? Weil das Erdmagnetfeld Löcher hat. Und ich habe vor kurzem mir darüber Gedanken gemacht, ob diese Löcher, die da im Erdmagnetfeld sind, die unser Bewusstsein erhöhen, ob die das Gleiche sind wie das Ozonloch. Weil wir wissen mittlerweile, dass diese ganzen Sonnencremes und sowas,
dass die dich ja auch nur schwächen. Die fördern Hautkrebs. Sieh einfach zu, dass du dich, wenn du dich der Sonne aussetzt, dass du es eine gewisse Zeit musst, beziehungsweise dass du deinen Körper, deine Haut entsprechend anders vorbereitest. Und nicht mit diesen komischen Schichten. Es gibt ja auch Kosmetik, die dir da helfen kann. Und diese ganze Energie, dieses ganze Aufbrechen, dieses ganze korrupte System und diese ganzen Lügen und so weiter, die werden jetzt mehr an die Oberfläche getrieben und wir dürfen in uns ruhen. Es passiert von innen nach außen und nicht mehr von außen nach innen. Sie haben ja immer versucht, uns zu schwächen von außen nach innen über dieses ganze Medienkonstrukt, über die ganzen Lügen und so weiter. Zum Teil haben wir dieses Licht, also alles das, was du in der Schule gelernt hast, das wirst du ja immer noch erzählen, zumindest ein Teil. Die Geschichte, mit der wir groß geworden sind, die hinterfragt das alles. Egal, wo du hinguckst, alle lügen. Und deshalb, der Schmerz wird unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Wir dürfen was ganz Neues erschaffen. Und es entsteht durch dich. Und als erstes gilt es mal, aus diesem Feld bewusst auszusteigen. Raus aus den Sorgen, raus aus den Ängsten. Für mich ist gesorgt. Mein Körper ist gesund. Manifestationen, nutze die. Affirmationen, mach dir Affirmationen, schreib sie dir auf. Ich habe dir schon so oft auch schöne Sätze an die Hand gegeben. Nähre dich mit dem, was dich stärkt, hier der Denker. Räume deine Steine aus dem Weg, all deine Blockaden. Was macht dir Angst? Ist es die Wahrheit? Ja, der muss sich auch impfen lassen, sonst kann er seinen Job nicht mehr machen. Ja, okay, ist es die Wahrheit? Ja, wenn ich mich nicht impfen lasse, muss ich mich halt jeden Tag testen lassen, um meine Arbeit noch zu machen. Ist es die Wahrheit? Musst du deine Arbeit machen? Naja, wenn ich nicht mehr arbeite, dann verdiene ich ja kein Geld. Ist das die Wahrheit? Welches Feld nährst du? Was nährst du und was bekommt dadurch Auftrieb? Du siehst es. Und ich bin nicht außen vor. Ich bin mittendrin. Genauso wie du. Und ich will mal behaupten, dass wir hier alle, gerade jetzt hier in diesem Call, dass wir schon ein bisschen höher sind. Wir sind ein bisschen höher und wir hängen vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Schmerz. Aber wir haben viele Lügen schon erkannt. Und wenn du es erkannt hast und dann langsam auch sagst, oh, ich bin es satt, verändere du das Feld. Ich möchte auf diese DNA-Veränderungen da eingehen, die da in unseren Körper eingespritzt wird, beziehungsweise wenn du nicht dich explizit dagegen stellst. Ich habe es hier mir aufgeschrieben, das haben wir ein bisschen runtergucken, weil auch für mich ist nicht so einfach, das alles wiederzugeben. Also deshalb, ich habe es mir von jemandem geholt, der da dieses ganze Konstrukt gut zusammengefasst hat. Zuerst mal wissen wir, dass es gar nicht genug Impfstoff mehr gibt. Diese ganze Geschichte, die wird nur noch dieses Jahr laufen. Sie haben die Impfungen, haben sie ja, oder die Impfpflicht haben sie für den 1. Februar datiert.
da wird noch so viel passieren. Und diese Demaskierung, die weiter zunehmen. Die deutsche Regierung wird abgehandelt. Und ich gehe jetzt nur mal auf Deutschland ein. Und Zwang ist da nicht möglich. Und du siehst ja auch, die widersprechen sich total. Also der eine sagt so und der andere sagt so. Und wenn du jetzt diese Teletubby-Nummer da siehst, die sich da neu aufgestellt haben, die sind ja alle nicht für voll zu nehmen. Die sind ja alle nicht mehr ernst zu nehmen. Und deshalb steigt einfach aus. Sie nähren sich durch deine Angst, durch deine Gefühle. Und deshalb gilt es immer wieder, in dich reinzuhören und da dieses Feld genau mit deinem Herzen zu nähren und nicht mit dem, was sie da wollen. Vielleicht hast du gehört oder hast du auch gesehen, im Internet, beziehungsweise es war auch in den offiziellen Medien, dass da irgendwie was anders stattgefunden hat. Ich möchte den Hintergrund erklären. Mittlerweile werden wir von einem Militär oder von dem höchsten Militär, dem US-Militär, regiert. Die stehen hinten dran. Diese ganzen Figuren, die sich da mittlerweile aufgestellt haben, die haben eigentlich nichts zu sagen. Und deshalb bin ich im Vertrauen. Es gibt einen General, vielleicht hast du den auch schon mal gesehen, der heißt General Breuer, der leitet jetzt den Krisenstab und er steht über der Regierung. Und eigentlich hätte dieses ganze Ende von dieser ganzen Pseudo-Geschichte, die wir erlebt haben, also nicht mehr jetzt Corona, sondern das hätte schon längst zu Ende sein müssen. Eigentlich schon es zu Ende bringen müssen. Aber es gab immer wieder einen Umsturz. Ich kann jetzt gar nicht auf das alles eingehen. Ich habe hier eine ewig lange Liste, was da alles mit zusammenhängt. Wichtig ist für dich zu wissen, dass es eigentlich schon 2017 zu Ende war. Und zwar, was war da? Ich weiß, einige haben immer noch nicht verstanden, dass der Trump für uns einen wahnsinnigen Umbruch auf der Erde gebracht hat oder auf diesem für die Menschheit. Und dass wir ihm sehr viel zu verdanken haben und dass der gestützt wird von guten, positiven Energien. Ich weiß, dass da noch nicht alle so weit sind. Deshalb möchte ich es dir kurz erklären und vielleicht fängst du dann an recherchieren. Kurz nach dem Amtsantritt von Trump ist er in ganz viele Länder gereist. Vielleicht kann man sich auch erinnern, dass er hat sich mit sämtlichen Regierungschefs getroffen. Und da hat er überall eben das kundgetan, dass es jetzt aufgedeckt wird und dass sie enttarnt sind. Sie sind enttarnt, sie sind entlarvt. Und deshalb gibt es einige, die ihn unterstützen und das Spiel mitspielen. Und das andere eben, die anderen wehren sich noch. Aber dieses dadurch, dass das Militär eben die Überhand übernommen hat, oder beziehungsweise sie wissen, dass sie keine Macht mehr haben, dass eben diese ganze Lüge aufgedeckt wird. Und da mussten sie alle einwilligen. Das haben sie getan. Und wenn du dich erinnerst, es gab damals, so ganz am Anfang, als Trump an die Macht kam, hat er das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt. Da war ein Riesenaufruhr. Und kurz vor Ende seiner Amtszeit hat er es neu aufgesetzt. Und das ist ein Schlüssel für uns. Und zwar mit dem Zusatz, von Nesara Gesara. Und diese Kündigung oder diese Veränderung, das hätte wirklich schon Clinton machen sollen. Aber das wurde dann gestürzt. Was ist dieses Nesara Gesara? Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ich weiß, dass sich einige damit schon beschäftigt haben, bedingungslose Grundeinkommen und so weiter und so fort. Inwieweit das zu uns kommt oder wann es zu uns kommt, das kann ich dir immer noch nicht sagen. Das wissen wir alle nicht. Das kommt
auf unser Feld drauf an. Es geht um die goldgedeckte Währung. Du weißt, dass unser ganzes Bankensystem und das ganze Geld ist eigentlich eine Luftnummer. Es ist nichts mehr wert. Es ist nichts wert. Und es wird alles nur künstlich oben gehalten. Der Dollarkurs wird künstlich oben gehalten. Die Aktienmärkte, ach ja, und alles so toll und so. Es hat keinen Halt mehr. Es hat keinen Hintergrund mehr. Und da gibt es einige führende Ökonomen, das solltest du mal auch im Internet recherchieren, die dir das wunderbar in Detail erklären, was da der Hintergrund ist. Letztendlich geht es darum, dass mit diesem Zusatz von Nesara, Gesara die goldgedeckte Währung kommt. Alte Menschen finanziell abgesichert sind. Patente freigegeben werden, und zwar Patente, die schon seit Jahren zurückgehalten, schon die Tesla-Energie, wäre die damals durchgekommen, hätten wir hier nicht dieses Problem, dass alles so toll ist. Wir könnten Strom bekommen, kostenfrei. Und deshalb guck da in dieses ganze Konstrukt rein. Wenn Nesara, Gesara, und das ist da, das ist symbolisch hinterlegt, und zwar mit diesen Scherben, die der Söder irgendwann vor einiger Zeit über so eine Fahne gehängt hat. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, das war vor wenigen Wochen. Und damit hat er symbolisiert, dass seine Truppen Chef, nämlich dieser Militär, der obersten Militär, unterstellt ist. Das war das Symbol dazu. Und damit hat eben das Militär die Oberhand. Und Nesara, Gesara wird eingeleitet. Und das haben wir schon zigmal gehört, dass Nesara, Gesara eingeleitet wird. Und das siehst du jetzt an verschiedenen Ecken. Du siehst es, es wird dir gezeigt. Mit diesem Green Pass, das ist das noch von der dunklen Seite. Was bewirkt er? Das ist der Wolf im Schafspelz, meine Meinung dazu. Es wird suggeriert, dass der Weg in die Freiheit ist. Dass es keine große Sache ist, dass es einfach so ein Pieks, schon kriegst du deinen Green Pass und du kannst wieder in die Restaurants gehen, du kannst auch wieder in alle Geschäfte gehen. Also in Deutschland darf man seit gestern nur noch mit 2G plus oder sowas in die Geschäfte zum Einkaufen. Ja, ist recht. Gab es auch nur noch ein Restaurant und keine Ahnung, was alles öffentliche Verkehrsmittel, keine Ahnung. Interessiert mich nicht, brauche ich dieses Feld nicht mehr. Ich gehe da raus, wenn ich in mein Feld reingehe. Und wenn es etwas zu tun hat mit Rückzug, ja, dann werden wir jetzt gerade aufgefordert, diesen Rückzug zu machen. Und aus unserer Mitte heraus dieses Feld zu stören, zum Umbruch zu bringen. Und das machen viele. Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Der eine macht es ruhig und der andere muss eben darüber reden. Mach es so, wie dein Herz dich anleitet. Mit diesem Green Pass bist du komplett kontrollierbar. Es ist ein Algorithmus, der dich dann letztendlich steuert. Heute ist es noch relativ easy, ne? Man zeigt das Green Pass, wir haben das gesehen in Bozen auf dem Weihnachtsmarkt, die dürfen dann alle in so ein Gatter und wir standen draußen, beziehungsweise wir haben im Straßenrestaurant gesessen und haben dann die in dem Gatter da so beobachtet, die dann ihren Glühwein trinken und so weiter. Ich habe dann gefragt, ob man die auch streicheln darf, weil mir kommt es immer vor, so wie so ein Streichelzoo. Ne? Wer begibt sich denn da in so ein Gatter? Sind die privilegierter als du, als wir, weil sie in so einem Gatter da rumlaufen dürfen, frei? Darf man die auch füttern, war da meine Frage.
Also du siehst, man darf es ein bisschen lustig betrachten. Möchtest du in so einem Gatter rumlaufen? Wir sind alle in so einem Gatter rumgelaufen. Und du bist dabei, auszubrechen, weil du die Wahrheit erkennst. Ich habe gesagt, wir sind heute noch relativ frei, auch wenn du so einen Zettel hast oder beziehungsweise da die tolle App und dann zeigen kannst, dass du privilegiert bist, in ein Restaurant reinzugehen, in ein Geschäft einzukaufen und so weiter. Aber der eigentliche Hintergrund ist, dass du diesen Algorithmus dienst. Und wir sind alle schon so gläsern, weil wir schön auch immer schön diese sozialen Medien genährt haben mit Informationen und die wurden alle schön über dich gespeichert. Also somit wissen sie weitaus mehr, als du denkst. Du siehst es immer, wenn du entsprechend Werbung bekommst. Werbeanzeigen bekommst und dich wunderst, darüber habe ich doch gestern nachgedacht oder darüber habe ich gesprochen und so weiter. Und dann kriegst du die entsprechende Werbung dazu, ohne dass du es groß gegoogelt hast und so weiter. Da siehst du schon, wie weit sie sind. Das letzte Puzzleteil ist dieser Green Pass, der dann nämlich genau alles registriert. Hast du eine falsche Aussage gemacht, die nicht systemkonform ist? Ah, dann werden dir direkt ein paar Punkte abgezogen. Da hast du eine Sendung geguckt, die ist aber nicht systemkonform. Okay, werden dir auch wieder Punkte abgezogen. Du glaubst, sowas kann es nicht geben? Doch, sowas gibt es schon. Es gibt es in China. Es gibt da kein Zurück mehr. Du bist da am Haken mit diesen Dingern, mit dieser tollen Privilegation, die dich dann da das Gatter bringt oder ja, in ein Restaurant und so weiter. Überleg dir sehr gut, was das mit dir macht. Die große Freiheit wurde dir schon ein paar Mal versprochen. Da kommt doch der, ja, der Lockdown und dann ist wieder, na, da gibt es die erste Impfung und dann ist alles gut. Ah, du musst auch noch zweimal impfen und dann ist alles gut. Ich weiß nicht, wie viele Lockdowns wir da zwischendrin schon haben. Hör auf zu zählen. Du siehst, es wird nie zu Ende sein, bis sie dich komplett am Haken haben. Und mit dieser DNA-Veränderung haben sie dich am Haken. Mit dem Green Pass noch mehr. Erkenne diese Lügen. Erkenne das immer, hinterfrage noch mehr, wenn dir jemand sagt, das und das ist gut für dich. Besonders mit solchen Geschichten in Verbindung hängt. Der Schmerz ist unerträglich, wenn die Lügen aufhören, dir zu dienen. Schick neue Impulse in das Feld. Impulse aus der Kraft deines Herzens. Es ist wichtig, dass du deinen Körper jetzt momentan immer wieder ausleitest. Da möchte ich darauf noch eingehen, weil mich da auch einige gefragt haben. Wie kann man das machen? Außerdem sind auch einige erkältet und diese Füßeleien und Schnupfen und so weiter, halt dich da aus diesem Feld raus. Du hältst es raus aus deinem Körper, indem du viel trinkst, apropos Wasser. Wenn du irgendwo unterwegs bist, wo viele Menschen sind, also sagen wir mal, du läufst irgendwie durch die Stadt. Oder du musst öffentliche Verkehrsmittel benutzen, du trägst viel die Maske, trink immer wieder. Das ist ganz wichtig, sodass du deinen Körper und deinen Mundraum insbesondere sauber hältst. Weil dieses Bakterium, ich rede jetzt von diesem Bakterium, ein Virus,
Der kann erst dann irgendwas bewirken, wenn dieses Milieu gestört ist. Das habe ich dir vorhin gesagt. In einem negativen Milieu, in deinem negativen Umfeld. Und wenn dein Mund trocken ist, ist dein Körper dehydriert. Und dann kann es da irgendwo ansetzen. Also deshalb viel trinken, Tee, Wasser. Und dann meine zwei Heilmittel sind einmal hier Glutathion. Das hast du schon so oft gehört. Glutathionpflaster. Immer wenn ich irgendwo hingehe, wo ich viele Leute treffe oder wenn ich weiß, der und der ist erkältet oder was auch immer, klebe ich oder war erkältet, klebe ich mir schön mal ein Glutathionpflaster. Und wenn du das mehr darüber wissen willst, musst du mich nochmal anschreiben, kann ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Und Zeolit. Zeolit kostet auch nicht viel. Achte auf die Qualität, auch da, wenn du einen Tipp willst. Komm auf mich zu. Wir nehmen Zeolit seit, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr, halbes Jahr, was auch immer. Und wir nehmen es täglich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es zu meinem Alltag schon dazu gehört. Und ja, es bindet einfach und schwemmt besser aus. Darum geht es. Ja, wir haben schon 12 Uhr. Ich überspringe ein bisschen, ich habe noch so viel, aber es war mir klar, dass es heute explodiert, weil auch viele eben mit irgendwelchen Themen zu mir kamen. Ich möchte noch, dass wir nochmal unser Feld stärken, und zwar unser Feld, in dem wir in eine schöne Rune gehen, in die Rune Gebo. Und das möchte ich zum Abschluss machen. Die Gebo-Rune ist die Verbindung zwischen Gott und Mensch, Mann und Frau. Liebe, Entwicklung, Freundschaft, Partnerschaft ist alles zum höheren Ziel ausgerichtet. Geben und Nehmen ist im Einklang zum Wohle aller. Verbindet die Menschen in Liebe und stärkt die Familie. Ich glaube, das ist momentan das Allerwichtigste, weil wir auch in diesen Familien haben wir diese Konflikte mit und ohne und Pieks und nicht und was auch immer. Gegen Geiz und Streit. Und genau diese Energien, die jetzt da sind, die fördern Streit. Wir wollen den Streit nicht fördern, wir wollen unser Herz stärken. Stärkt die liebevolle Verbindung, steht für geistige und materielle Großzügigkeit. Alles, was du dir vorstellen kannst, kommt zu dir. Deshalb nähere dich mit guten Gedanken. Für mich ist immer gesorgt. Egal, ob ich da in dieser Festanstellung bleibe oder nicht, muss mein Chef mich halt freistellen, wenn der mich nur mit Peaks haben will. Mich gibt es nicht mit Peaks. Fertig. Lass die Energien fließen zum Wohle aller, sei großzügig und richte dich auf das große Ziel aus, man könnte sagen, auf die neue Erde. Deshalb stell dich in die Rune Gebo. Die Rune Gebo, wenn ich mich jetzt stelle, siehst du mich nicht mehr. Deshalb die Beine so auseinander, größer als hüftbreit und deine Arme nach oben. Nimm einen tiefen Atemzug. Und sprich mir nach. Gebo, Gebo, Gebo. Verbindung von Mensch und Gott. Schaffe Harmonie und Gleichgewicht. Lass mich meine Begabung erkennen. Zum Wohle aller. Ich erkenne die kosmischen Gesetze an. So sei es. Und jetzt lass die Energie durch dich durchfließen von der Rune Gebo. Nimm es insbesondere in deinem Herzen wahr.
Und wenn du das Gefühl hast, du hast dich gut aufgetankt mit der Rune Gebo, dann komm langsam wieder zu dir. Denk etwas. Und speise das Feld mit deiner Energie aus deinem Herzen. Von innen nach außen. Du bist viel größer, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial. Lass es raus. Ich mache jetzt den offiziellen Abschied. Ich bin jetzt gleich noch da für dich, für Fragen. Danke, dass du da warst, für alle, die jetzt rausgehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal ein andermal.